So, hallo liebe Leute, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem Kanal bei einer weiteren Folge ARK. Ja, in der letzten Folge wollten wir unser Bett schnell aufbauen, falls wir nochmal abnippeln, dass wir dann in unser Bett wieder spawnen, in unserer Bude, wo wir erstmal safe sind, wo wir natürlich dann wieder zum Rucksack müssen, um unsere Waffen wieder zu holen, gar keine Frage. Da haust aber jetzt schon ein T-Rex. So, und was ich gucken wollte in der letzten Folge, wo es leider so abrupt geendet hat, ab wann können wir denn einen Raptor-Sattel nehmen? Hier, Fionia, das sind diese Pflanzenfresser, die hier immer total aufgebracht, aufgescheucht durch die Gegend fliegen. Den könnte ich nachher auch mal nehmen. Parasaurus, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, die Parasaurus sind die Saurusse. Kleines Beet. Das muss der Raptor-Sattel sein. Auf Stufe 13. Und dann können wir auch um unsere Wurzel hier mal so eine Pike bauen. Das müsste der Raptor-Sattel sein. Oder hier der, also auf 13 oder 14 dauert ja nicht mehr lange. Dann würde ich mal sagen, bauen wir uns das Bett. Ich will nämlich nicht. Da kommt kleiner. Können wir uns angreifen? Kommt unser Kollege. Die machen uns ja kaum Schaden. Ich muss aber mit der Ausdauer aufpassen. Die kommen meistens immer so mit 3, 4 und ein Stück. Oh, ficken! So. Betten, jawohl. Und das bauen wir uns sofort. Das können wir erstmal im Inventar lassen. Sorry, da kann ich nichts für, weil wir werden hier die ganze Zeit mittelprächtig angegriffen. Konservierendes Salz, das ist ein bisschen scheiße, weil wir haben ja hier auch diese Scorched Earth Elemente mit drin und dementsprechend dann auch die, bevor ich jetzt erzähle, Faden verloren, scheiße. Fundament aus Holz könnten wir bauen und eine Holzwand auch. Sollen wir das Thunfisch oder sollen wir erstmal warten? Wir brauchen ja sowieso. Wie viel haben wir denn jetzt noch übrig? Kann ich gar nicht sehen. Nicht genug, ne? Fundament und Holzwand. Was machen wir denn wieder für eine Hütte? Wie groß? Zaunfundament. Mit einem Zaunfundament könnten wir auch auf dem Zaunfundament eine Holzwand, dann passen die Dinos nicht durch. Boah, das ist nur ein Steg, wo Glück gehabt. So, ich will mir aber jetzt Pfeil und Bogen bauen. Entfernung, Bogen. 6 Holz brauchen wir. Und Stein. Den werden wir nicht abbauen können. Dann flitzen wir aber nach da hinten durch. Da waren wenig Fleischfresser. Das wäre natürlich der übelste Super-GAU, ne? Wenn ich irgendwo hinglitsche und mache mir dann schon mal. Der beklaut uns hier wieder, der Sausack. Auf den habe ich gar keinen Bock. Jetzt mal das ganze Leder geklaut, Ficker. So, wenn du hier fischen musst, also nicht fischen in Form von Fischen, sondern fischen in Form von Aussortieren und so weiter, mit den Dodos, die auch nicht so häufig vorkommen, und dann hast du dazwischen immer noch Fleischfresser, und dann kommt so ein Bastard und klaut dir die Brocken weg. So, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, den einmal bauen.
Dann sehen wir, was übrig bleibt. Ja, komm doch schon. Dann sehen wir auf jeden Fall, was übrig bleibt für die Bolas. Drei Steine. Liegen hier Steine rum? Nicht. Ich bräuchte sowieso noch mehr Steine. Komm, ich steppe einfach mal weiter nach da hinten durch. Also das werde ich auf jeden Fall nicht außen vor lassen. Den holen wir da auf jeden Fall noch weg, den T-Rex. Das ist hier schon. Ist das ein Raptor? Raptor ist normalerweise größer. Da vorne gibt es Steine. Oh, bitte lass mich in Ruhe, Affen. Du hast mich gar nicht gesehen, ne? Wo sind wir denn von der Karte her? Wir laufen hier nach oben rechts. Fett, der lässt uns echt in Ruhe. Aber dafür kommt der. Neosamen geklaut. Genau. Verpiss dich ruhig mit den Dingern. Kackstelze. Oh yes. Da gibt's Metall. So, dann wollen wir mal gucken, was die Bruders können. Achso, ich kann auch, glaube ich, den Petri damit runterholen, ne? Das ist aber jedoch jetzt nicht nur eine Bola, oder? Eine Bola, tatsächlich. Wickeln und werfen. Tun wir mal auf die drei. Wie viele mache ich uns denn davon? Stroh und Stein, drei Steine. Wir könnten. Wir haben noch 15 Fasern. Gut. Ich brauche. Großfleisch. 22er Stack! Wahrscheinlich, du Hurensohn. Hallo. Los, kannst du mir immer Arsch lecken, Spacko. Die sollen nur, will ich auch nicht haben. Hier, und dein Fleisch hilft mir auch noch. Da. So. Erstmal gucken, was ich für die Pfeile noch brauche. 10-mal Stroh oder 8-mal. So, das hole ich mir erstmal, weil ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt. Hierfür brauche. Stroh, Feuerstein, Faser. Herstellen mit A. 2 Pfeile, leg mich fett, ey. Ja. 2 Stroh, 1 Feuerstein, 2 Fasern. Und jetzt gleich kaputt. Die Spitzhacke. Und Feuersteine müssen wir noch haben. Feuersteine haben, lass mal jucken. Cool, jetzt brauche ich hier den ganzen Felsen ab oder was? Das wär's ja. Das dachte ich mir nämlich. Oh yes!
man gibt auch. Hier gibt es sogar keine. Oh ne. Na, probieren. Wo ist denn? Wo ist denn der Wurm? Fuck. Wo ist der Inder Bastard? Alter, ich brauch doch die Narkobären. Ich hab nicht mehr gesehen. Das ist er doch nicht, oder? Das ist er niemals. Na scheiße. Die fucken richtig an die kleinen Mistviecher. Davon abgesehen, ich bräuchte sowieso den Sattel für den Raptor. Wenn ich den habe, dann kann mir erstmal keiner was anhaben. Dann habe ich auf jeden Fall Fleisch und den ganzen Quark im Überfluss. Das ist schon wieder so ein Klauer. Zwei Bolas habe ich. Ja, Jungs, tut mir auf jeden Fall leid. Dass es hier ein bisschen dauert, aber ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt draufgehe, bei dem ganzen Stuff, den ich gesammelt habe, dann stehe ich natürlich wieder am Anfang. Ne? So, 17 Stück kann ich bauen. Fehlen mir die Feuersteine. So. Jetzt könnte er, gut, dann lege ich nochmal los, bis mir die Spitzhacke wieder kaputt geht. Dann kann ich noch abbauen. Dann ist die Spitzhacke kaputt gemacht. Weil zum Abbauen bekomme ich ja auch Level, ne? Dach. Oh, hat ganz genau gepasst. Herstellung nochmal die Pfeile mit A. Oh, hier, da stellt er schön viele her. Das wird uns erstmal reichen. Und dann machen wir einen Trick. 38 Pfeile, dann gehen wir Herstellung, unsere Stöße, da brauchen wir jetzt noch 11, Quatsch, 21 Steine. 21 Steine, so, dann machen wir es den nämlich. Kriegen wir hier den Stein abgebaut? Schöner Effekt, muss man auch schon mal sagen. Nee. Gebaut und im Falle der Fälle, dass wir jetzt hier noch angegriffen werden. Aber den müssen wir abgebaut kriegen, ne? Nein. Und das hier ist der absolute Shit. Das ist nämlich Metall. Das
ist kein Mittag, oder das ist Mittag, Spitzhacke. Nein. Auch da nicht, geil. Normalerweise, ja. Also bei der PlayStation 4 war diese Färbung von Stein Mittag. Das war einfach nur mega schlecht dargestellt. Das kann natürlich auch sein. So. Wovon haben wir jetzt so viel, dass wir derb überladen sind? Gar nicht. Von gar nichts. Von gar nichts, Alter. So. Was sagt unser Hunger? Das geht. 19, 19, 19, 19. Ein 19er Stack. Den behalten wir uns und den Rest. Oh, was hat er gemacht? Auf die 5, das wollte ich nicht. Ja, wie machen wir das jetzt? Wie teilen wir das auf? Stapel teilen. Jo, alles aufteilen. Genau so machen wir das. Das hat nämlich folgenden Grund. Das verdirbt jetzt alles so gut. Alles aufteilen. Jetzt haben wir 7 Akku. Und ein verdorbenes Fleisch und 5 Narkobären geben richtig Narkosemittel. Der Mörser und Stößel grüßt dich. Und genau das ist unser Ziel. In your face. Ui. Ein Feuerstein haben wir geklaut. Bitte kriege ich jetzt ein paar wieder. 7. Dass ich eigentlich in den Arsch schieben kann, der Juffe. So. Ich glaube aber nicht, dass uns 2 Bolas reichen gleich für einen Raptor. Wir gehen jetzt nochmal in unsere Butze zurück. Und gucken, was uns da erwartet. Ich muss mir auch noch was zu Fräten jetzt reinziehen. Ich hasse es, wenn es dunkel ist. Habe ich was am Start? Ja, geil. Wenn er sich beeilt. Jo, grüß dich. Der ist wahrscheinlich tot, oder was? Also das wäre natürlich der absolute Hit. Da ist aber auch ein anderer. Ist er da festgepackt? Oh nee, so behindert bin ich nicht. 122er. Was ist das für eine Mucke? Die gefällt mir nicht.
Ja, so ein kleiner Taekwondo-Los, die nehme ich aber nicht mit. Nachts gefällt mir sowieso nicht so gut, weil die Dinos eine riesengroße Aggro-Range haben. Und ich immer ein Jofenberger bin, der da voll im Öre reinrennt. Und wenn ich mit der Fackel zuschlage, zum Beispiel auf den Dodo, dann nutzt die sich ab. Und dann habe ich einen Salat. Ich habe aber jetzt gerade vorhin gesehen, was ist denn hier jetzt gebacken? Ist jetzt einer an mir dran oder was? Gut, da ist ein Triceratops. Der müsste ja normalerweise gefressen werden vom Rex, oder? Na klar, kommt hier nicht dran vorbei. Alter, willst du jetzt hier hochgehen oder was? Bitte ist der Rex nicht mehr hier. Ich würde nämlich gerne mal meinen Schlafsack dahin tun. Sieht so aus, als wäre er weg. Dass ich das noch erleben darf. Wo rumpelt er rum? Ja, geil. Geile Meile. So, das ist jetzt alles verrottet. Das lassen wir jetzt erstmal durchbrezeln. Dann können wir nämlich die Waffe wechseln. Cool. Und ich habe ja den Tageszyklus ein bisschen höher gestellt. Also beziehungsweise den Nachtzyklus ein bisschen weniger lang. Wir schmeißen den in eine Ecke rein. So. Und den Schlafsack. Wo ist er? 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 Ich sehe ihn nicht. Hier ist er. Ich wollte mich gerade schon aufregen, weil ich dachte, dass der Schlafsack eventuell von dem Vieh geklaut wurde. Das Bett, Entschuldigung. So, mit E können wir eine Schnellreise machen. Wir lassen allerdings alle unsere Brocken hier. Da liegt hier einfach ein Rucksack rum. So, hier können wir jetzt. Genau. Ein Fleisch, fünf Narkobären. Das dauert jetzt ein bisschen. Und schwuppdiwupps haben wir ein Narkosemittel. Und hier können wir 2, 4, 6, 13 Plätze reinmachen. Oder 12. Und hier müssten wir dann eigentlich mit dem nächsten Level irgendwann auch die Pfeile bekommen. Oh yes, aber, oh. Hier, ne, das ist aber erst sehr, sehr spät. Hier sind die Metallspitzhacken und so weiter. Wie lange sollen wir denn Steinpfeilbogen. Dann müsste es eigentlich mal einen Betäubungspfeil geben. Ja, cool. Aber wir wollen ja jetzt unsere Holzhütte bauen. Wir haben ja jetzt den Spacko weg, ne? Der Spacko ist ja jetzt weg. Und dementsprechend bauen wir jetzt unsere Holzbutze hier oben auf. Dann steigen wir nämlich auch schon ein bisschen im Level. Und dann, ja.
Dann schauen wir mal weiter. Ich will auf jeden Fall einen Raptor haben. Auf jeden Fall. Der Nachteil beim Raptor ist, dass er nur ganz wenig tragen kann. Und wir werden den im Prinzip nicht lange haben, sag ich mal. Den Raptor. Ich weiß auch nicht, ich muss mich mal reinfuchsen, wie man die Dino-Befehle da macht. Von wegen, dass die aggro sind, also unsere eigenen Viecher. So. Herstellung. Kochen. Das Fundament, da brauchen wir 80 Holz, 20 Stroh, 15 Faser. Ist natürlich, selbst wenn uns jetzt gleich ein Raptor begegnet, wie kriegen wir den dann down? Also klar, mit der Bola, dann ist er ungefähr 15 Sekunden gestunt. Aber macht er dann gar nichts oder kann er nur angreifen? Ich glaube auch nicht, dass der weggesnackt wurde. Die Frage ist, wo ist der dann die halbe Zeit, ne? Ich denke, wir werden es noch früh genug rausfinden. Unser Inventar ist so scheiße klein. Ich kann nicht mehr gehen, um. Was fehlt uns denn noch? Stroh. Nicht euer Ernst. Klasse. Ja. Tschüsschen. Erstmal Stroh holen. Hier war es Laufstich, genau. Um Bereiche miteinander zu verbinden, ein Holzlaufstich. Und da brauche ich ein Holzdach für. Das ist ja schon mal fresh. So. Ja, und was brauche ich dafür? Ein Holzdach. Und wo gebe ich diese? Und dafür brauche ich ein Strohdach. Gut, dann wird das wohl dieses Level noch nichts. Hab ich doch schon. Hab ich doch auch schon erlernt. Warum zeigt er mir das dann in Rot an? Affenjunge. Jetzt auch nicht, ich kann das einfach oben in eine Walachei legen. Das wäre natürlich mega Porno. Zaunfundament, da könnte ich mir alles mit einrahmen. Könnte ich mir schön hier vorne oder hier anfangen und mir schön einrahmen. Und könnte mir ein kleines Türmchen. Oh yes, da ist ja unser Freund. Kommt aber jetzt hier rüber. Was fehlt mir dann noch? Holz.
Das gefällt mir ganz und gar nicht. So. Und bevor der hier rüber kommt, der wird nämlich jetzt hinten Pflanzenfresser sehen, ziehe ich mir noch den Laufsteg, Laufsteg vor allem. Doch, Laufsteg hier rein. 20 Holz, das nehme ich mir auch eben schnell weg. Jo. Und jetzt baue ich mir mal so ein Ding. Und das wäre natürlich der absolute Oberkracher, wenn ich jetzt da oben rüberkommen würde. Dann wären wir nämlich erstmal unabhängig von den Fleischfressern. Gut, wenn natürlich auf beiden Seiten welche rumgimpeln, dann ist das gar nicht mal so sexy. Aber vielleicht haben wir Glück. So, hier haben wir schon wieder verdorbenes Fleisch. Aber 15 Mal zum Frärten. Das merken wir direkt zweimal. Ja, das kann ruhig verrotten, scheiß drauf. Und dann brauchen wir auch demnächst wieder welches. Und hier würde ich mir jetzt gerne meine Bude hinpflanzen. Oder hier so eine längliche. So eine längliche Hütte, dass wir dann quasi hier dran vorbei können noch. Das mache ich jetzt auch schnell. So. Das stellen wir genau hier hin. Jetzt ist nämlich die Frage, überbrücken wir das hier einfach oder macht das jetzt hier irgendwelche fiese Matucke? Ja. Macht es. Wir können es nicht einfach. Können es nicht einfach überbrücken. Das dachte ich mir nämlich. Aber egal, dann setzen wir das hier hin. Und wenn wir jetzt noch mit 1, 2 nach hier vorne sind und dann eventuell hier um die Ecke, da ist der T-Rex unten gewesen. Snackt sich alle seine Opfer weg. Unter Umständen können wir direkt hier rüber. Dann haben wir Stroh, Holz und dann machen wir hier hinten eine fette Steinwurzel hin. Klar, ihr wollt natürlich auch was von der Welt sehen, das ist ganz klar. So, warum können wir das nicht machen? Weil wir wahrscheinlich, jo, wir müssen an ein Fundament dran. Die Frage ist, und das werde ich jetzt als nächstes ausprobieren. Ich gehe jetzt nach unten. Jetzt so viel Scheiße drin im Inventar, ne? Und das verbraucht nichts. Wurst, hier die Brille, die will keinen Schwanz haben. Das geht eigentlich. Gehe ich jetzt nach unten und mache dann munter weiter. Das ist auf jeden Fall eine coole Stelle, das Spot gefällt mir richtig gut. Das will ich jetzt aber noch eben ganz fix machen mit euch. So, das ist jetzt der zweite. Wir holen aber jetzt noch schnell. Wo ist der Rex? Warum rennt er hier weg, weil er bestimmt angegriffen wurde? Oh nein, bitte. Jawohl. Was brauchen wir? 7-mal Holz nur noch. Einmal schlagen wahrscheinlich, ne? 2-mal. So. Wir kriegen ja immer Erfahrungspunkte zum Bauen. Dementsprechend ist das jetzt nicht umsonst gewesen. Aber eine Sache ist mir interessant. Und zwar, wie ich ja schon mal erzählt hatte, wenn wir jetzt ein Fundament an die Felskante setzen und setzen einen Laufsteg dahin, ein Holzsteg, der dann in der Luft schwebt, können wir dann an den weiteren Holzsteg nochmal was dran setzen? Was habe ich denn hier hingeworfen? Ach so, ja stimmt. Das ist mir jetzt sehr interessant.
So, ich setze hier ein Fundament hin. Schön so weit wie es geht an die Ecke. So. Und hier setze ich jetzt einen Laufsteg dran. Also. Und nochmal auf Gewicht. Zack, so ab. Hier oben kann es eh nichts kriegen. Wie viel passt denn hier rein? Ich glaube 15 Dinger gehen da rein. Stammfackel, Zielfernrohr, Zelten, Holzknüppel. Mit dem Holzknüppel bewusstlos schlagen. Die nehmen wir auch, die brauchen wir gleich für den Raptor. Kleines Beet. Holzfäller braucht kein Sauerter. Lederfaser. Leiter aus Holz auch nicht. Fensterrahmen aus Holz. Für 9 Engramme. Jo, man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, und Lederbrocken. Moin. Fundament aus Lehm? Nein. Oh, ein Lederhemd, grüß dich. Gut, dann haben wir das. Ja, komm. So. Jawohl. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Geil, wir können einfach dran bauen. Fresh. Wie geil ist das denn? Dann können wir hier einfach drüber laufen. Bugeil. Ist zwar nicht so luxuriös, aber drauf geschissen. Cool, und so können wir da hinten das ganze Areal schon mal umgehen. Wir müssen nicht springen und nichts, sondern einfach zapp, zapp ab. Fresh. Okay. Vielen lieben Dank euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder sagt, das ist der letzte Scheißdreck, den du da machst, in Wirklichkeit musst du da hinten um die Ecke gehen und da ist der übelst geilste Spot, dann danke ich euch recht herzlich für den Tipp und ich werde mir das auch höchstwahrscheinlich dann angucken. Aber das erscheint mir jetzt erstmal hier am sinnvollsten, mir hier was aufzubauen, dass wir auf jeden Fall insofern safe sind, als dass wir nicht wie in der zweiten Folge meiner Reihe hier 4-mal abgenippelt sind oder 5 oder 6 und kamen dann im Prinzip nicht mehr vom Fleck. 15 Minuten bleibt der Rucksack auf dem Boden liegen mit deinen Brocken drin und wenn die 15 Minuten verstrichen sind und du die ganze Zeit abgenippelt bist und musst dir einen anderen Spot suchen zum Respawnen und so weiter, dann sind deine Sachen weg. Und ich hatte jetzt die primitiven Kacksachen vom Anfang, aber wenn du 30 Minuten von der Folge dein erstes Equip zusammensuchst und in der zweiten Folge 40.000 Mal stirbst und alles ist wieder weg, dann fragst du dich, ob das alles so sein muss. Gut, alles klar. In dem Sinne, haut rein. Tschüsschen!